Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcanvale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Arcanvale. Ja, beim letzten Mal hatten wir hier, meine ich, einen Oger fertig gemacht und haben den Kartentypen hier getroffen, der uns die Karte entschlüsseln wollte. Bin ich ein Wildschwein? Aua, böse Libelle. Ja, zu dem Typen wollte ich jetzt zurück. Wir wollen ja die Quest bei ihm abgeben. Wir haben ja getan, was der wollte. Ich muss gerade nur den Weg finden. So, ich habe den Weg gefunden. Komm her. Ich weiß ja, dass ihr Stress wollt. Ich habe richtig viele Libelleneier. Hallo, Alabaster. Wir haben deine Aufgabe letztes Mal erledigt. Das riesige Monster schon geteilt. Ich möchte, dass du mir sein Auge als Beweis dafür bringst, dass du es vertrieben hast. Ich hab's vernichtet. Du hast es getan. Du hast es getan. Gib mir sein Auge. Ich muss das mit eigenen Augen sehen. Alabasters Augen leuchten auf, als du ihm den riesigen Augapfel reichst. Das ist wirklich ein freudiger Tag. Endlich kann ich meinen Ruhestand genießen. Diese Bestie wird nicht mehr alles plündern und zerstören, was ich aufgebaut habe. Willst du jetzt meine Karte studieren? Ach ja, deine Karte muss gedeutet werden. Das hätte ich fast vergessen. Nun gib sie her und gib mir ein paar Stunden Zeit, sie zu studieren. Ich sollte nur 1 oder 2 Stunden brauchen, um die Karte zu entschlüsseln. Komme bald wieder. Dann sollte ich eine gute Vorstellung davon haben, worum es sich handelt. Ja. Hier unten wollte noch so ein Fischmensch-Typ was von uns. Wir können uns ja so lange darum kümmern. Der wollte ja, dass wir seinem Volk helfen. Oh, hier ist ein Goblindorf. Goblin-Kobold. Mann, was habt ihr denn für einen Schrott? Habe was gehört. Und es war bestimmt nicht nur die Schlange. Oh, hier ist eine Höhle. Solchen Arznei. Bist du dran, um meine Forschung zu stören? Was machst du da? Diese Knäuel sind der Schlüssel zu allem. Ihr Blut verleiht ihnen ein unnatürlich langes Leben. Was auch immer es kostet, ich muss das Geheimnis finden. Du klingst ein bisschen verrückt. Verrückt, verrückt! Oh, ich weiß genau, was abläuft. Du bist das Geheimnis für dich selbst. Du bist gekommen, um meine Forschung zu stehlen und für deine eigenen Zwecke zu vermarkten. Nun, ich werde nicht zulassen, dass du meine Arbeit aufhältst. Niemand wird mich davon abhalten, den Schlüssel zum langen Leben zu finden. Flieh, flieh, solange du noch die Chance dazu hast. Hilfe, man sieht ja fast gar nichts. Aber den vernichte ich einfach. Der grüne Dämon hat mich lange, einen Tag lang gequält. Er war überzeugt, dass wir Knolls das Geheimnis eines langen Lebens halten. Er hat meine Verwandten, meine Freunde und meine Familie getötet. Ich muss aus dieser Höhle rauskommen. Wir treffen uns im Gnolllager. Ich kann hier nicht länger bleiben. Ach, das war ja der, den wir umbringen sollten. Für den anderen Knoll, um Gottes Willen. Ich sehe jetzt erst die ganzen Leichen. Um Gottes Willen. Am liebsten würde ich hier alles zerstören. Irgendwie fühle ich mich jetzt besser.
Ich weiß nicht wieso, aber ich fühle mich jetzt richtig gut. Also ich bin jetzt lange Zeit rumgeirrt. Ich glaube, ich habe zumindest den Ort wieder gefunden, wo dieser Gnoll wohnte. Das war ja ungefähr hier unten links in der Ecke. Ich werde einfach fast jeden halben Meter von so doofen Libellen attackiert. Ja, ich habe zumindest deren Dorf wieder gefunden. Mensch, Freund, Chilo hat bereits seine Geschichte verkündet, indem du den Dämon in seiner Höhle im Alleingang besiegt hast. Schön dir viel, Mensch. Gleich werden wir doch nicht die letzten Gnolls sein. Ich werde nicht vergessen, was du für mich und meine Art getan hast, als du den Dämon getötet hast. Es gibt nichts, was ich dir schenken könnte, um dich für deine Tat zu entschädigen. Aber bitte nimm diese Halskette. Er zeige ich meiner Dankbarkeit. Ihre Wirkung wird dir helfen, im Kampf schneller zu heilen. Das klingt nice. War ich hier unten links in der Ecke schon? Wahrscheinlich nicht, weil ihr Zeug im Weg ist. Habe mich durchgekloppt. Von hier aus kommt man zu dem Koboldlager. Ich kann dich sehen. Es war einer dieser Attentäter. Bei Nacht sind sie sichtbar. Okay. So, Alabaster ist auch schon fertig. Okay. Ich habe deine Karte studiert. Es ist wirklich eine uralte Karte. Älter als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Symbole stammen von einem alten Volk, das diese Welt einst beherrschte. Sie werden Monto genannt. Wenig, wenn überhaupt, ist über sie bekannt. Wir wissen nur, was sie zurückgelassen haben. Was haben sie zurückgelassen? Ein Monument wie kein anderes, gebaut, um die Ewigkeit zu überdauern. Wir nennen es die große Pyramide. Es ist wirklich ein Anblick, der sich sehen lassen kann. Sie liegt tief in der Wüste, eine einsame Erinnerung an ein großes und mächtiges Volk, das einst diese Welt eroberte. Die einzige Möglichkeit, die Wüste zu erreichen, ist mit dem Zeppelin. Sobald du dort bist, gehe nach Osten und du wirst die große Pyramide finden. Es gibt einen Archäologen namens Henry, der sein Leben der Entdeckung der verlorenen Geheimnisse der Monto und der großen Pyramide gewidmet hat. Suche Henry in der Wüste auf. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Jetzt habe ich getan, was ich versprochen habe, und deine Karte studiert. Jetzt verschwinde hier. Ich will meinen Sumpf in aller Ruhe genießen. Ja, ich lasse dich allein, keine Sorge. Ich will nur einen Tag haben, bitte. Zumindest ist es heller. Banyan. Du hast die drei Ziegel aus Sandstein gefunden. Sammeln wir hier mal Kräuter. Muss man die Karte eben kurz studieren. Hier ist ein Portal. Mitten im Sumpf. Rechts davon könnte noch was sein. Den Großteil vom Sumpf haben wir nämlich schon erkundet. Komme ich zu dem Portal denn hin? Ja, hier ist das Portal. Ach, da ist einfach nur Wasser. Ich würde halt gern alles vorher abschließen, bevor wir zu der Wüste gehen. Abgesehen von dem Auge, weil das nicht funktioniert. Oh. Mein Leben regeneriert sich jetzt. Sehr praktisch. Müssten mal gucken, ob da rechts noch irgendwas ist, aber ich glaube, wir haben hier, soweit es geht, alles erkundet. Das Blaue, das ist ja mehr. Ich glaube echt nicht, dass hier noch irgendwas ist. Spinin! Oh, Spinnenkillerrungenschaft. Das war die Spinnenart, die mir noch gefehlt hat. Man muss ja alle 5 Spinnenarten einmal töten. Jetzt habe ich alle Spinnenarten einmal vernichtet. Nice. Ich
ich habe deine Schneckendinger für dich. Hast du die Zutaten? Das sollte genug sein, um einen Trank fertig zu stellen. Wie versprochen, hier ist deine Belohnung. Die Belohnung des Wissens. Ich werde dir einen mächtigen Trank beibringen. Nicht meinen mächtigsten, aber mächtiger als alles, was du je zuvor gesehen hast. Und dann, wenn du mir geholfen hast, überlasse ich dir meinen Apothekertisch. Sie sind recht selten. Betrachte dies als bezahlte Schuld. Okay. Der Trank hier. Ein größerer Gesundheitstrank. Dafür brauche ich diese Pilze und diese Wurzeln. Oh, sie hat direkt noch eine Aufgabe für mich. Mein Zaubertrank ist fertig. Mein Meisterwerk. Ich habe 3 Wochen gebraucht, um dieses besondere Rezept herzustellen. Und ich hätte es ohne dich nicht geschafft. Nun, da der Trank fertig ist, muss er nur noch zugestellt werden. Planst du in der nächsten Zeit einen Besuch in der Wüste? Dieser Trank muss dringend zu einem alten Bekannten von mir geliefert werden. Warum wollen alle, dass ich in die Wüste gehe? Ein alter Liebhaber, wenn du es unbedingt wissen musst. Von vor vielen, vielen Monaten. Er gab vor, mich zu lieben. Viele Jahre lang. Dann ging er. Ging mit all meinen besten Rezepten. Er hat mich benutzt, um alle meine Geheimnisse zu erfahren. Und ist dann in die Wüste geflohen. Und hat so getan, als wäre es seine eigene. Er betreibt dort einen Laden für Zaubertränke, soweit ich weiß. Willst du ihm diesen speziellen Trank für mich bringen? Wahrscheinlich Gift. Was springt für mich dabei raus? Glaubst du wirklich, dass der Trank, den ich dir vorhin beigebracht habe, alles war, was ich wusste? Ich habe viele wunderbare Zaubertränke, die ich dir beibringen könnte. Dinge, von denen du dir nicht einmal andersweise vorstellen kannst, dass sie möglich sind. Wie hört sich das an? Egal, welches von beiden ich nehme. Ich sage aus, dass ich mich nicht wohlfühle. Es geht nur darum, ein bisschen Gerechtigkeit walten zu lassen. Egal, wie schlecht du dich fühlst. Ich verspreche dir, er hat es nicht anders verdient. Vergiss nicht, dass du es Jakob bringen sollst, einem alten Bekannten von mir, der in der Wüste einen Trankladen besitzt. Liefere es bei Jakob ab und nur bei Jakob. Sag ihm, es sei mein neuester und stärkster Nachtsichttrank. Nun beeile dich. Ich weiß nicht, wie lange der Trank in seiner jetzigen Form stabil bleibt. Wir wollen doch nicht, dass er jetzt schwächer wird, oder? Ich wiederhole, ich habe ein mieses Gefühl bei dem Trank. Ich guck mal eben kurz meine Questen an. Wüste. Eine Harpie habe ich bisher nie gesehen. Alles, was ich zu tun habe, hat mit der Wüste zu tun, wenn ich es richtig sehe. Dann müssten wir jetzt mal in die Wüste aufbrechen. So, Wüste, wir kommen. Ich habe gerade nachgeschaut, ich habe nur noch eine Teleportationsrune. Heißt, mit der nächsten Rune muss ich mich hier oben hin teleportieren und neue Runen machen. Hallo, mein Name ist Winston. Ich bin der Pilot des mächtigen Zeppelins, den du vor dir siehst. Hast du ein Zeppelin-Ticket? Wir sind fast bereit zum Abflug. Oh, ich hab's hier. Okay, gib her und lass es mich schnell überprüfen. Ich habe fast alles in Ordnung zu sein. Bist du jetzt bereit abzureisen? Ich bin bereit. Lass uns für gutes Wetter beten. Ja, der Zug ist schon abgefahren. Was für ein stolzer Zeppelin. Das Ticket war schweineteuer. Jetzt sind wir wieder sich an Land. Viel Glück auf deinen Reisen. Hallo Malcolm. Willkommen in der Wüste. Ich bin Malcolm. Ich wurde vom König beauftragt, mich um diese Siedlung zu kümmern. Wie ich sehe, bist du mit dem Zeppelin angekommen. Das muss bedeuten, dass die vermisste Tochter des Königs zurückgekehrt ist. Das ist in der Tat eine gute Nachricht. Wenn du dich nützlich machen willst, solltest du von Zeit zu Zeit einen Blick auf das schwarze Brett werfen. Ich würde gerne zuallererst tatsächlich hier den örtlichen Teleporter finden. Gesucht oder tot? Auf Befehl des Königs wurde das Riesenkälbchen, das in der Gegend als Fiddler bekannt ist, zum Tode verurteilt.
Die Anklage lautet Sachbeschädigung, Ruhestörung und unkontrollierte Fortpflanzung. Wir haben eine Krabbe zum Tode verurteilt. Hallo. Werden hier neue Viecher verkauft? Das ist ein sehr interessanter Kopf, den sie da haben, Nathan. Wie hast du deinen Drachen eingesperrt? Mit Drachen kann man leicht fertig werden, wenn man die Werkzeuge und die richtige Ausrüstung hat. Wenn ihr eure eigene Haut als Rüstung verwendet ist, schmeißen die ihre Feuerbälle nicht die Haut weg. Was hast du denn zu verkaufen? Drachenhautrüstung für 2700. Wahrscheinlich ist das die Vorbereitung, um gegen den Drachen später kämpfen zu wollen. Den Babydrachen, den gönne ich mir auch noch nach Möglichkeit. Ich brauche 100 pro die Drachenschuppen zum Herstellen, oder? Deswegen kaufe ich einfach mal. Wir finden hier viele Händler. Wo ist denn dieser Trankhändler? Ich weiß gar nicht, wem ich alles jetzt hier was liefern muss. Aua, okay, Kakteen tun weh. Und Kakteen, Skorpione sind böse. Ich habe einen Skorpionschwanz. Einfach mal so ein bisschen umschauen. Da ist wohl noch wer verurteilt worden. Palmenboden entdeckt. Ist das ein Gürteltier? Hallo? Ich will dir nichts tun. Diamant. Meine Spitzhacke ist nicht stark genug dafür. Wir haben Gürteltier erlegt. Ich fühle mich nicht gut damit. Josua-Baum. Das ist die große Wüste. Ich sehe viele interessante Sachen. Ja, Schlangen und Skorpione sind ja üblich für Wüsten, ne? Guck mal eben kurz. So, in der Nähe der Stadt ist kein Teleporter. Soweit ich das sehe. Die haben auf jeden Fall auch eine Oase hier direkt an ihrer Basis. Sehr gut. Ah, hier ist ein Teleporter. Die Pflanzen, die ich hier kriege, sind aber auch mal wie die in dem vorherigen Dorf. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir schauen uns das Dorf nochmal im Ganzen mit den ganzen Questen beim nächsten Mal an. Ich werde Oskin nochmal zurückgehen und ein paar Teleportationsruhen machen, weil die sind ja wichtig. Eventuell auch ein bisschen Geld schon mal im Voraus machen, dass ich ein bisschen Gemüse und so weiter verkaufe, weil das Zeug hier werde ich wahrscheinlich alles brauchen, vor allem die Rüstung. Und wir wollen ja auch noch diesen Babydrachen kaufen. Ich sage auf jeden Fall, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!